Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part haben wir den siebten Dungeon beendet und sind in diesem Part auch schon auf dem Weg zum achten. Aber dafür müssen wir erst einmal vorbei gleich an diesen herunterfallenden Felsbrocken. Und ja, die kennen wir auch schon aus A Link to the Past. Die tun uns ganz schön viel Schaden, wenn die uns treffen. Ich hoffe, wir kommen da so dran vorbei, aber kommen wir nicht. Es ist aber auch echt scheiße, den auszuweichen. Das ist nicht so einfach. Gut, hier haben wir jedenfalls noch eine weitere Muschel. Genau, hier haben wir sie. Unter dem Felsen. So, und eventuell kriegen wir in diesem Part auch noch so viele zusammen, dass wir die nächste Belohnung bekommen können. Schauen wir mal. Und hier haben wir einen weiteren Geheimgang. Aber vorher, bevor wir da reinschauen, gucken wir mal hier. 50 Rubine, die wir sehr gern mitnehmen. Denn ein paar Rubine werden wir dieses Mal auch noch ausgeben, wahrscheinlich. So, erstmal haben wir hier ein weiteres Mal. Ja, dieses Teufelchen, welches uns verflucht, indem es uns neue Gegenstände bzw. mehr davon gibt. Wer stört mich da schon wieder beim Schlafen? Du, na toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na, warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Klar. Hehe, jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Das geschieht dir recht. Bis dann und tschö. Jetzt haben wir also 40 statt 20 Zauberpulver. Und das ist schon mal richtig nice. Jetzt haben wir sowohl Bomben als auch Pfeile als auch das Zauberpulver verdoppelt. Wir haben das Teufelchen dreimal ausfindig gemacht, trotz seiner sehr guten Verstecke. Nun gut. Ah, ist das schön. Unser Schild aus dem siebten Dungeon, der Spiegelschild, der ist richtig nice. Und ein Herzteil ist auch nice, dass hier einfach mal so rumliegt. Das hatte ich noch richtig in meinem Kopf, dass das hier rumliegt. So, und ja, ich glaube, ich hoffe zumindest mal, dass uns diese geheime Höhle weiterbringt. Denn sonst haben wir eine Sackgasse hier. Ja, genau, und auch hier brauchen wir unseren Spiegelschild, um das Feuer quasi zurückzudrängen. Also ohne das Dungeon-Item des siebten Dungeons würden wir hier gar nicht weiterkommen. Aber gut, das haben wir ja alles. Insofern alles gut. Und hier haben wir einen weiteren Teleporter, den wir auch gleich mal betreten eventuell. Aber erstmal ein Teil der Macht natürlich. So, und hier haben wir auf jeden Fall auch noch eine weitere Muschel. Kann man, glaube ich, gut erkennen, dass das hier genau hier sein soll. Sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. So. Dann können wir jetzt gleich mal schauen. Ich will auf jeden Fall jetzt noch zwei, drei Muscheln sammeln. Ich glaube, bei den Schnellen, da können wir auf jeden Fall auch noch eine abgrasen, eine weitere Muschel. Die haben wir ja, Momentchen mal. Genau hier, genau, hier kann man doch bestimmt auch eine Bombe reinwerfen, oder? In das Loch. Hier waren wir auch schon mehrmals und tatsächlich. Ich habe es einfach jedes Mal verdrängt, dass man hier eine Bombe reinwerfen kann, natürlich. Okay. Noch zwei Stück fehlen uns. Zwei Stück für eine weitere Belohnung. Gut, auf jeden Fall eine sollten wir noch bei den Stromschnellen bekommen. Auf diesem einen Eiland, was wir ja umgangen sind. Da hat ja auch kurz unser Detektor ausgeschlagen. Insofern hoffe ich, dass wir da noch was finden. Möchtest du für 100 Rubine auf das Floß fahren? Es gibt zwei Arten immer noch. Musst du dich wiederholen? Wir sind Stammkunde. Wir sind der einzige Kunde hier. So, wir nehmen einfach die Schnappschnellen. Da können wir noch ein paar Rubine einsammeln wieder. Falls wir das jetzt vergeigen sollten, kann man dann nochmal machen, ohne allzu viele Rubine zu verlieren.
So. Ja, ich hoffe, dass wir direkt im ersten Anlauf dieses Eiland finden. Beziehungsweise finden ist kein Problem, nur uns da richtig hinzuziehen. Das ist die größte Herausforderung. So, erstmal hier, wie gesagt, ein paar Rubine einsammeln. Immer wieder so ein 20er-Pack, das ist immer sehr schön. So, und ich glaube, ja, das ist die Insel doch hier. So, ran hier, ran dort. So, okay. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier irgendwo die Muschel haben. So, tatsächlich, sehr gut. Das heißt, eine einzige fehlt jetzt noch. Für die nächste Belohnung. Und ich hoffe, dass das diese Belohnung ist, die ich auch im Kopf habe. Ich glaube aber schon. Eine gibt es noch, wenn man 50, also alle hat. Aber das ist nichts mehr, was uns so richtig weiterbringt, sage ich jetzt mal. Was jetzt so für unsere Story noch so einen riesen Nutzen hat. Insofern, halt, jetzt wird nichts mehr gesammelt. Die Zeit ist um. Nochmal fahren wollen wir nicht. Wenn du Lust auf spritzigen Spaß hast, dann haben wir immer geöffnet. Das klingt irgendwie komisch. Aber gut. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Ich brauche jetzt noch irgendwoher eine weitere Muschel und ich glaube, dass sogar in der Nähe vom, irgendwo in der Nähe vom Schloss Canale noch eine weitere Muschel ist. Da war noch irgendwo so ein Punkt, wo man sich mit dem Enterhaken über mehrere Löcher ziehen kann. Und das war, glaube ich, in der Nähe von dem Schloss. Und da dürfte hoffentlich eine weitere, in dem Fall unsere 40. Muschel auf uns warten. Ich hoffe, dass ich da nicht so falsch liege. Aber, ja, genau hier. Es sei denn, wir haben die schon irgendwann mal eingesammelt, kann auch sein. Momentan zocke ich so viel Verschiedenes und da vergesse ich auch ein bisschen was. Aber hier haben wir tatsächlich die nächste Zaubermuschel. Sehr gut. Das heißt, wir haben 40 beisammen. So, und jetzt bin ich gleich mal gespannt. Jetzt bin ich gleich mal richtig gespannt. So. Bitte, 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 lasst es das sein, was ich mir erhoffe. Aber ich bin mir zu 99% sicher, dass es so ist. So, gut. Schauen wir jetzt mal nach. Die Spannung steigt, liebe Freunde. Das Muschelmeter steigt an. Hebe dein Schwert über den Kopf. Ich gewähre dir neue Kraft. Wow. Du hast das Kokolin-Schwert erhalten. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen darauf zu schreiben. Und genau das wollte ich auch haben. Das Kokolin-Schwert. Das bessere Schwert, mit dem wir noch mehr Schaden machen. Und, da seht ihr es auch, wenn wir volle Energie haben, dann kommt auch so ein Licht-Hieb, den man ja auch sonst vom Master-Schwert her kennt, wenn man voll aufgeladen ist. Also man kann auch prima aus der Distanz angreifen. Wir sind auf jeden Fall ultimativ stark. Wir haben die rote Rüstung, haben das stärkere Schwert, sind auf jeden Fall jetzt gut gerüstet für den nächsten Dungeon. Jetzt nur noch mal überlegen. Na, wobei, doch, wir gehen auf jeden Fall erstmal jetzt weiter Richtung des nächsten, des achten Dungeons. Ah, verdammt, jetzt haben wir Schaden geschluckt. Immerhin, vielleicht wieder ein Herz bekommen. Das ist dann sehr schön. So, und hier haben wir auch ein weiteres Telefon, wo wir dann den guten Ulrira anrufen können. Wisst ihr was, wir machen es nochmal, oder? Warum nicht?
Tut, tut, ja, hier Urira. Der Kopf der Schildkröte ist dir im Weg, dann hauche ihm einfach etwas Leben ein und er wird sich bewegen. Kein Witz, klick, tut, 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 tut. Alles klar. Wir sollen ihm also etwas Leben einhauchen, aber welcher Schildkröte überhaupt? Etwa der hier? Ja, könnte sein auf jeden Fall. Zuerst mal hier die ganzen Vogelviecher besiegen. So, und dann würde ich mal sagen, probieren wir es aus. Der Krötenweb ist ja dafür bekannt, Leben einzuhauchen. Alter! Jetzt müssen wir ja noch kämpfen, oder was? Es sieht so aus. Okay, Freunde, jetzt, Contenance. Es war wohl doch nicht so gut, den zum Leben zu erwecken. Aber gut. Wir müssen abwarten, bis er sich etwas stößt. Dann eine Bombe legen. Und erstmal versuchen, dann seinen Schutz, seinen Skelettschädel wegzubekommen. Denn nur sonst, denn nur so können wir ihn dann, ja, Schaden zufügen. So, sehr gut. Jetzt sollte er auf jeden Fall verwundbar sein. Jetzt sollten wir auf jeden Fall in der Lage sein, dem ordentlich eins auszuwischen. So. Also wenn man sich immer schön bewegt, dann ist das kein Problem. Es war so ein kleines Geduldsspiel, aber... Verdammt, 2 Herzen Schaden. Einfach mal so direkt 2 Herzen mit einem Treffer. Wow, nicht schlecht. Aber das war's. Wir haben's geschafft. Und damit ist der Weg frei für Dungeon Nummer 8. Okay, aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Und da würde ich mal sagen, gehen wir jetzt doch, was ich auch schon eben kurz mir gedacht habe, gehen wir nochmal zurück ins Möwendorf und da können wir nochmal 2-3 Minütchen ein bisschen, ja, Kran spielen, oder? Ich würde sagen, warum mal nicht, oder? Ist ja schon ein bisschen her, seitdem wir zuletzt daran gezockt haben. Und die 10 Rubine haben wir noch übrig. So. Und beim nächsten Mal dann geht es auf jeden Fall dann weiter mit dem 8. Dungeon. Der auf jeden Fall es auch nochmal in sich haben wird. Aber erstmal jetzt hier eine Runde zocken. Und schade eigentlich. Ich habe mir vielleicht gedacht, dass da noch eventuell ein neues Herzteil oder so ist. Noch eins eventuell, aber ich weiß es auch nicht genau. Egal, komm. Gesagt ist gesagt, dann werden wir uns jetzt mal vielleicht hier die Goomba-Figur holen. Ja, das ist aber allerdings auch schon schwierig, weil, wie gesagt, diese bewegenden Plattformen, da ist es echt schon ein bisschen Glück und Timing. Aber es wird knapp. Boah, wir haben es umgestoßen. Okay, das war jetzt Glück, Glück im Unglück, denn so können wir das jetzt eventuell etwas leichter greifen. Insofern gleich nochmal hier. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Oder? Oder auch nicht? Was ist das denn? Und jetzt wird es wieder weggeschliffen. Alter, was ist das denn? Okay, komm, einmal versuchen wir es noch. Das muss doch funktionieren. Oder aber das Spiel ist gezinkt. Kann natürlich auch sein. Aber jetzt haben wir's. Jetzt nur nicht rausfallen, aber das sieht so groß aus. Also ein Goomba-Schädel ist ja auch schon ziemlich fett. Das funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut. Okay. Dann würde ich mal sagen, schnappen wir uns die Goomba-Figur und können dann jetzt erstmal auf jeden Fall wieder zurück.
Und dann würde ich mal sagen, können wir in dem Part hier auf jeden Fall nochmal reinschauen. Wir können auf jeden Fall nochmal den den achten Dungeon betreten. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen, auch das letzte Instrument einzuheimsen. Ah, diese verdammten Idioten hier. Ich wollte eigentlich mit vollen Herzen da reingehen in den Dungeon, aber es wird wohl nichts werden, es sei denn, du hast noch ein Herzchen. Und der hat noch ein Herzchen. Zum Glück. Okay. Wir schauen rein und finden uns wieder im Schildkrötenfelsen. Und beim nächsten Mal geht's hier weiter, liebe Freunde. Und bis dahin, meine Lieben, macht es gut und ciao.